klebrig, puffig und süß. Nein, ich rede nicht von mir. Ich spreche von Zuckerwatte. Glaubst du, sie wurde von einem Zahnarzt erfunden? Oder erzählt man sich das nur so? Das ist keine Ironie, sondern Fakt. Daumen runter zu viel Zucker ist schlecht für die Zähne. Wir alle haben diesen Satz bestimmt schon 100-mal beim Zahnarzt gehört. Anders wahrscheinlich als in den USA, denn dort hat ein Zahnarzt die fluffige Version von Zucker erfunden. Seit 1895 wird Zuckerwatte maschinell gesponnen. Seine Erfinder sind der Zahnarzt William Morrison und der Süßwarenhersteller John C. Wharton. Fun Fact, sie nannten ihr Produkt anfangs Feenwatte. Aber im Laufe der Zeit war sie als Zuckerwatte in aller Munde. Zuckerwatte ist lecker, stimmt's? Aber immer schön die Zähne danach putzen. Weiße Schokolade ist gar keine Schokolade. Glaubst du das oder ist es Mythos, den man sich erzählt? Das ist ein Fakt. Ich weiß, sie schmeckt genauso lecker wie die dunkle oder die Milchschokolade. Aber weiße Schokolade ist eine andere Form des Kakaos. Vollmilch und Zartbitterschokolade werden aus Kakaopulver gemacht. Weiße Schokolade aber aus Kakaobutter. Ihr fehlt das Schokopulver. Das bedeutet also, weiße Schokolade dürfte gar nicht Schokolade genannt werden. Außerdem enthält die weiße oft Zusatzstoffe wie Palmöl und Süßstoffe. Das Loch in der Mitte dieser süßen Bonbons dient dazu, deinen Atemweg freizuhalten. Mythos oder Fakt? Das ist ein Mythos. Es wird behauptet, dass das Loch dazu da ist, das Atmen zu ermöglichen, falls einem die Süßigkeit mal im Hals stecken bleibt. Okay, dieser Bonbon sieht aus wie ein Rettungsring. Auf den ersten Blick erscheint dieser Mythos wahr. Dahinter steckt aber eine Verkaufsidee. Clarence Crane begann 1912 mit der Herstellung dieser Pfefferminzbonbons. Das Loch war aber ein Designmittel, um sich von anderen europäischen Süßigkeiten abzuheben. Damals konnte er nicht anders, als diese Minzbonbons als Lebensretter zu verkaufen. Ich finde, sie sehen aus wie Donuts. Alle Farben von Skittles schmecken gleich. Kannst du das als Fakt bestätigen oder ist das ein Mythos? Das ist wirklich ein Fakt. Okay, etwas schmecken ist das Signal, das von der Zunge kommt. Der Geruch ist das Signal von der Nase und wenn du diese und die Signale von Augen und Ohren kombinierst, hast du den Geschmack. Auf dieser Grundlage haben Forschungsgruppen einige Experimente durchgeführt. Sie verbanden den Probanden die Augen und gaben ihnen Nasenklammern. Ich überspringe mal den ganzen Experimentierprozess und komme direkt zum Ergebnis. Auch wenn jede Farbe unterschiedlich duftet, schmecken sie nicht unterschiedlich. Du bist doch auch Skittles-Fan. Ich habe da noch was für dich. Die Lieblings-Skittles-Sorte der Amerikaner ist Erdbeere. Meinst du, das stimmt? Ja, das ist eine Tatsache. Skittles hat eine Umfrage durchgeführt, die ergab, dass die roten Skittles mit 33% die beliebtesten der Amerikaner sind. Die gelben sind mit 6% die unbeliebtesten. Es gibt sogar eine Studie, die behauptet, dass man Skittles je nach Persönlichkeitstyp anders isst. Es heißt, wer Skittles einzeln isst, neigt eher dazu, eine Serie im Schnelldurchlauf zu schauen. Ich gehöre übrigens zu den 23%, die einen Skittle langsam auf der Zunge zergehen lassen. Bubblegum-Kaugummis enthalten Spinnen. Glaubst du das? Richtig, das ist eine Art Ammenmärchen, das in den USA entstand. Vor den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts waren Kaugummis in Amerika noch brüchig und schwer zu kauen. Aber dann kam dieser Kaugummi auf den Markt und die Leute liebten ihn. Der Geschmack, die Farbe, die Textur und die Kaueigenschaften erfüllten genau das, was man von einem Kaugummi erwartet. Aber irgendjemand setzte das Gerücht in die Welt, dass da Spinnen drin sind und das verbreitete sich schnell und die Leute glaubten daran. Gegen diesen Mythos musste das Unternehmen etwas tun. Man schaltete ganzseitige Anzeigen in nationalen Zeitungen und mit Erfolg, denn Bubblegum gibt es heute auch noch. Das Unternehmen gab mehr als $100.000 aus, um dieses Gerücht zu stoppen. Jede gefärbte Flocke von Fruit Loops schmeckt anders. Mythos oder Tatsache?
Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber das ist ein Mythos. Der Geschmack der Fruit Loops ist seit ihrer Einführung gleich geblieben. Sie werden alle aus demselben Brei gemacht. Vielleicht kennst du Tootsie Pops? Dann schau dir die Verpackung an. Wenn du einen Stern findest, bekommst du einen gratis Lutscher. Mythos oder Fakt? Das ist ein Mythos, der auch schnell die Runde gemacht hat. Das Unternehmen schuf daraufhin ihren eigenen Mythos, The Legend of the Indian Rapper. Wie bekämpft man einen Mythos? Erschaff einen neuen. Bau einen um dein Produkt auf und du kannst die Gerüchte von Anfang an kontrollieren. Denkst du auch noch an den Gratis-Lutscher? Die Band Van Halen kennst du bestimmt. Aber hast du auch gehört, dass in ihrem Konzertvertrag steht, dass alle braunen M&Ms aussortiert werden müssen? Stimmt das oder ist das Quatsch? So verdreht das auch klingt, das ist Fakt. Im Vertrag steht, dass eine Schale M&Ms hinter der Bühne stehen muss, aber ohne die braunen. Du kannst es in ihrem Welttournee-Vertrag von 1982 lesen. Unter dem Abschnitt Munchies steht in Großbuchstaben noch Warnung, absolut keine braunen M&Ms. Die braune M&Ms-Klausel gab es also. Aber warum es sie gab, darauf wirst du nicht kommen. Das war keine Backstage-Laune einer egozentrischen Rockband, sondern hatte einen praktischen Zweck. Das war nämlich ein Trick, um festzustellen, ob die andere Seite den Vertrag auch wirklich bis zum Ende gelesen hat. Wenn die Band sah, dass die braunen M&Ms fehlten, wussten sie, dass sie mit einem Konzertveranstalter zusammenarbeiten, der alles bis ins Detail liest und dementsprechend vorbereitet. Man kann so viele zuckerfreie Süßigkeiten essen, wie man will, weil sie ja zuckerfrei sind. Mythos oder Fakt? Künstliche Süßstoffe werden immer beliebter, was eigentlich gut ist, denn Fachleute predigen immer wieder, wie ungesund zu viel Zucker ist. Viele denken jetzt, Zucker durch künstliche Süßstoffe zu ersetzen, ist die perfekte Lösung. Aber das ist ein Mythos. Das ist nicht die perfekte Lösung. Eine Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass bestimmte künstliche Süßstoffe die Darmtätigkeit negativ beeinflussen, was zu Magenbeschwerden und Schlimmeres führen kann. Nutzt deine Fantasie. Pop Rocks essen und gleichzeitig Cola trinken ist nicht möglich. Mythos oder Fakt? Mythos. Wer liebt sie nicht, die Pop Rocks, die zischen und knallen, wenn man sie auf die Zunge legt? Und du kannst dann auch gleich Cola trinken. Dieses Gerücht muss auf einem anderen Planeten entstanden sein. Aber nachdem dieser Mythos nicht abflauen wollte, sah sich das Unternehmen gezwungen, eine Gegenkampagne zu starten, um den Ruf der Süßigkeit zu retten. Süßigkeiten verursachen mehr Karies als andere Lebensmittel. Was glaubst du, Mythos oder Tatsache? Das ist ein Mythos! Oh, ich bekomme eine Gänsehaut vor Glück. Und wer hat diesen Mythos in die Welt gesetzt? Unsere lieben Eltern. Aber Fachleute haben die Wahrheit ans Licht gebracht. Sie sagen nämlich, dass jedes Essen, das Kohlenhydrate enthält, Karies verursachen kann. Zucker ist nicht kariesfördernder als andere kohlenhydrathaltige Lebensmittel. Wusstest du, dass es 7 Jahre dauert, bis man ein Stück Kaugummi verdaut hat? Nochmal, glaub nicht immer, was man sich so erzählt. Das ist ganz offensichtlich ein Mythos. Wenn das wahr wäre, würden Ärzte bei Menschen, die Kaugummi verschluckt haben, im Verdauungstrakt einen finden, oder? Aber da ist keiner. Warum? Weil der Kaugummi, ähnlich wie viele andere Lebensmittel, innerhalb von 24 bis 48 Stunden durch den Magen und Darm wandert. Glaub mir einfach, mein Twinkie bleibt immer frisch. Mythos oder Tatsache? Das ist ein Mythos. Das geht gar nicht, denn zu den Zutaten gehören Eier, Milch und Butter. Sachen, die irgendwann schlecht werden. Das ist kein künstlich verarbeitetes Essen, daher verdirbt es nach 3 Monaten oder so. Du musst es akzeptieren, Essen ist nicht ewig haltbar. Das ist nicht die Schuld von Twinkie. Schokolade enthält einen hohen Anteil an Koffein. Hast du davon schon mal gehört?
Es heißt, dass ein Riegel Milchschokolade 9 Milligramm Koffein enthält, was der Menge Koffein in einer Tasse entkoffinierten Kaffees entspricht. Das ist also eher ein Mythos. Schokolade enthält nur eine geringe Menge an Koffein. Wenn du wirklich etwas brauchst, das dich nachts wach hält oder dich morgens aufweckt, ist Schokolade sowieso keine gute Wahl. Trink stattdessen lieber eine Tasse Kaffee.